Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Front, natürlich aus unserem Studio mit euren Fragen. Hallo, ich bin Christoph Krachten und das sind die Fragen, die bei uns eingegangen sind, beziehungsweise das erste ist ein sensationelles Lob von 100 Dampf. Tolles Video, macht weiter so, das hören wir natürlich gerne. Und 100 Dampf fragt, kann es sein, dass es fast nur an der Westfront Schützengräben hatte? In der Schule hieß es immer, der Erste Weltkrieg war ein Stellungskrieg, vor allem auf Schützengräben basierend. Doch hier sieht es aber ganz anders aus. Auch hieß es, dass Deutschland unter Rohstoffknappheit litt. Wie soll das gehen, wenn Deutschland so viele französische Minen erobert hatte? Ja, also es gab auch an der Ostfront Schützengräben und es ist auch richtig, dass der Erste Weltkrieg eher ein Stellungskrieg war, aber nicht nur. Es gab halt nicht nur die Westfront. Es wurde von einem europäischen Krieg ja zu einem Weltkrieg und es wurde in vielen Teilen Europas und in der Welt gekämpft. Im Krieg mangelte es an vielem, aber vor allem eben an Rohstoffen. Das war in allen Ländern der Fall, die so stark im Ersten Weltkrieg eingebunden waren. Und es stimmt, dass die deutsche Armee die Minen erobert konnte, aber Rohstoffe braucht man sehr, sehr viele für einen Krieg und dieser kleine Vorteil war, sagen wir mal, eben nicht von so langer Dauer. Gino aus Yellow, Fraxi K, jetzt sind wir fast auf dem Kanal von Klicksum, da gibt es ja das Format Fraxi K. Glaubst du, dass der Erste Weltkrieg nie ausgebrochen wäre, wenn Serbien dem Ultimatum von Österreich-Ungarn in allen Punkten zugestimmt hätte? Ja, das ist anzunehmen, ja, aber auf eine diplomatische Lösung der Juli-Krise im Jahr 1914 war die KUK-Monarchie Österreich-Ungarn nicht aus. Die wollten ja, dass da ein Krieg ausgelöst wird. Am 14. Juli 1914 konnten sich die KUK-Minister mit Tisza, das ist einer der führenden Politiker Österreich-Ungarns, zu dieser Zeit darauf verständigen, Serbien ein auf 48 Stunden befristetes Ultimatum zu stellen, dessen Forderungen so scharf sein sollten, dass, und da zitiere ich jetzt den Graf Berchtold am 14. Juli, dass mit der Wahrscheinlichkeit einer kriegerischen Auseinandersetzung gerechnet werden muss. Das berühmte Ultimatum hatte den Zweck, der internationalen Staatengemeinschaft vor Augen zu führen, dass die Schuld des Kriegsausbruchs bei Serbien läge. Die Bedingungen waren bewusst sehr, sehr hart formuliert, sodass man in Wien überhaupt nicht damit rechnete, dass dieses Ultimatum angenommen werden würde. Und wir haben aber dazu ein Special, da erklären wir das ganz genau. Niklas hat eine sehr, sehr interessante Frage. Moin, war das Erschießen als Strafe für Einschlafen während der Wache nur eine Drohung oder gängige Praxis, die oft so ausgeführt wurde? Ja, das ist ja, manchmal weiß man das gar nicht so im Geschichtsunterricht. Ist das wirklich immer so umgesetzt worden oder gab es nur eine Ankündigung? Und es ist bei diesem Einschlafen so, dass es durchaus vorkommen konnte, dass ein Soldat dafür hingerichtet wurde. Allerdings in den allermeisten Fällen wurde er nur hart bestraft. Ich habe einen Tagebucheintrag mir mal rausgesucht von einem Abiturienten, der hieß Jünger und der war an der Westfront stationiert und der schreibt: Stellung in Graben 5a ganz vorn. Ich stand ganz allein auf Posten im Schilf und war so müde, dass ich einpennte. Als ich aufwachte, ich hatte im Stehen gedöst, war mein Gewehr weg. Seffers hatte sich ganz leise herangeschlichen, also Kamerad, und es geklaut. Zur Strafe wurde ich mit einem Beile bewaffnet von einem Unteroffizier vor unsere Posten geführt und musste dort 3 Stunden stehen. Als wir hingingen, bekamen wir 2 Salven, also die wurden beschossen. Meinetwegen hätten sie mich auch direkt in den französischen Posten setzen können. Mich ärgerte nur der gemeine Kerl, der äußerte, wenn ihm was passiert, ist es ihm recht. Also auch die eigenen Kameraden konnten da zum persönlichen Feind werden. Das waren wirklich schlimme Zeiten. Denn von Volksburg schreibt: Hi Christoph, teilt ihr euch das Studio mit Indie oder habt ihr ein identisches Set? Postskriptum, gute Arbeit, weiter so, cheers Dan. Ja, also das Set ist hier immer dasselbe. Wir drehen in unserem Studio hier in Berlin und bei Indie ist nur eine englischsprachige Karte, dahinter bei mir eine deutsche. Stellt uns weiterhin Fragen in den Kommentaren auf Facebook oder bei Twitter. Ich beantworte sie dann gern in einer der nächsten Folgen von der Front. Und klickt hier, um euch unsere letzte Folge anzugucken und vergesst natürlich nicht, unseren Kanal zu abonnieren, wenn er euch gefällt. Bis dann. Bleibt dran.